Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, ich kann euch heute etwas über Sparen bei, ja, Sparen sagen. Ich finde es gerade sehr wichtig, dass man so ein bisschen sich mit dem Thema Sparen auch beschäftigt. Und ja, also bei mir ist es wie folgt: Ich spare gerade so gut ich kann, indem ich einfach Sachen zum Beispiel dann kaufe, wenn sie im Angebot sind oder wenn sie reduziert sind. Ich gucke gerade sehr darauf, dass ich Sachen kaufe, die zum Beispiel in Prospekten gerade runtergesetzt sind oder wo gerade dran steht, jetzt im Sonderangebot oder eben sowas. Und wenn ich dann sowas sehe, dann kaufe ich auch mal vielleicht zwei Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier, das sind so Decken, die gibt es beim dänischen Bettenlager. Entschuldigt. Oder jetzt diesen komischen Buchstaben raus, wo ich dann einfach, ja, entschuldigt, die weiß ich vom letzten Jahr, dass die super wärmen und dass die einen auch gut warm halten. Und ich finde es dann für mich besser. Dann kann ich nämlich die Heizung etwas weniger weit hochdrehen und dadurch spart man Heizkosten und Ölgeld. Und es ist sehr teuer zurzeit. Also lieber für 11 Euro eine dicke Decke gekauft und dann schön drunter gekuschelt. Und ja, dann habe ich noch eine zweite geholt und die ist hier drunter. Die hat dann zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, 10 Euro gekostet. Kostet jetzt 7,99. Also war letzte Woche im Angebot, ein bisschen doof gelaufen, aber gut. Und die habe ich da dann drunter und dann hintern, damit es dann, weil dann kommt von unten keine Kälte und von oben auch nicht. Dann ist es wie so ein bisschen wie so in einem Schlafsack und dann ist es schön warm und kuschelig und das ist schön. Ja, anderer Punkt, wo ich auch so ein bisschen Leo kaufe beim Döner immer, also für Leo kaufe ich beim Döner immer diese Karottensticks. Und die liebt er. Also, wenn er seine Karottensticks nicht kriegt, dann hat das schlechte Laune. Die kosten aber beim Döner, soweit ich mich erinnere, 2,79 € und sind deswegen etwas sehr teuer, sind aber auch 200 Gramm. Dann beim Fressnapf gibt es auch solche Karottensticks. Die habe ich jetzt mal gekauft, probetechnisch für 1,99 € und guck mal, ob sie sich schmecken. Aber was die günstigste Alternative ist, ist, wenn man Karotten kauft, die dann in Scheiben schneidet. Und wenn man dann zum Beispiel irgendwas im Ofen macht, also ich habe mir jetzt einen Muffin gebacken und ja gut, ich gebe es zu, das war jetzt keine Sparmaßnahme, das war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Dekadenz. Ich habe einen Muffin aufgewärmt und mit der Restwärme vom Muffin trockne ich jetzt die Karottensticks für meinen Hasen, damit er dann Karottensticks hat. Ja, und das ist auch so ein Tipp von mir, wenn man zum Beispiel einen Ofen hat oder irgendwie sowas und das einfach gerade zum Beispiel braucht, wenn man was zum Essen aufwärmt oder wenn man eine Lasagne macht oder eben wegen irgendwelchen Gründen, dass man dann zum Beispiel noch irgendwas reinlegt, was also ein Schmor und Gemüse, das dann zum Beispiel am nächsten Tag fertig werden sollte oder dass man oder das nur so ein bisschen noch Wärme braucht. Oder dass man zum Beispiel dann ja, so ein Kirschkernkissen nimmt, das kann man dann auch sehr schön da reinlegen, damit es dann schön warm ist. Dann kann man das als Wärmflasche ins Bett mitnehmen. Da muss man nicht so lange die Heizung laufen lassen, da kann man sich so aufwärmen. Das mache ich ja auch gerade. Ich nehme gerne immer abends eine Wärmflasche mit ins Bett, damit es einfach schön kuschelig warm ist. Und ja. Unser Hund ist gerade schon wieder abgehauen. Abgehauen, sondern mein Vater läuft jetzt einfach nur mit ihm spazieren, aber es war gerade so wirklich so dieser erste Gedanke, ach, der Hund ist wieder abgehauen. Oh Mann, ja. Ja,
Was ich gerade mache, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen die Dekadenz des 21. Jahrhunderts genieße, ist, wenn ich dann abends ins Bett gehe, höre ich noch gerne so ein bisschen Musik und ich bin gerade verrückt nach Engelbert Humphrey, glaube heißt der. Und dem seine Lieder höre ich immer. Also da gibt es so zwei Alben, die kann ich nicht zu Ende hören. Ich weiß echt nicht, wie die letzten vier Lieder sind, weil ich meistens dann schon nach so der Hälfte vom Album wegschlafe. Und jetzt seit neuestem habe ich ja eine neue Stereoanlage, weil meine alte ist wirklich kaputt gegangen, wegen Staub. Ich gebe es zu und nicht so oft benutzt. Aber die benutze ich jetzt schon öfter. Und die hat jetzt so einen Timer drin. Und dann stelle ich da zum Beispiel 60 Minuten ein. Und dann spielt es einfach so lange die Musik. Und wenn diese Zeit vorbei ist, dann macht die sich automatisch aus und ist auf Energiespar. Und ja, da rede ich mir ehrlich gesagt dann ein. Das funktioniert, dann spart es Energie. Ja. Was kann ich euch noch für einen Tipp geben? Ja. Also ich habe einen Thermostat im Zimmer und versuche immer so unter den 25 Grad zu bleiben. Jetzt im Moment, gerade just a moment, haben wir 23 Grad und ja, deswegen, ich nehme das dann so als, für mich so als, das geht. Dann ist es oben, wenn man unter dieser Decke hier sitzt, schön mäkelig warm. Und ich versuche ehrlich gesagt, die Decke, eigentlich sitze ich immer so da. Weil es schön ist einfach. Und ja. Und im Moment erfreue ich mich noch daran, dass die Decke so schön strahlend weiß und so ist. Aber sobald sie dann nicht mehr so schön strahlend weiß ist, und dann auch schon etwas am Kaputtgehen ist, kommt dann nämlich Teil 2 vom Sparprogramm, damit mein Papa, der ist jetzt im Moment auch ohne eine Decke, der friert gerade oft ein bisschen. Und wenn die Decke bei mir zum Beispiel sie dann nicht mehr so schön strahlend weiß und so ist und es dann wieder Decken im Angebot gibt, habe ich schon zu meinem Papa gesagt, dass ich ihm gerne meine alte Decke, ja, in Betracht dessen, dass halt ein Hund auch da unten rumläuft und Hunde machen halt ein bisschen mehr Dreck, da bringt ist eine neue Decke schon ein bisschen sehr, naja. Sagen wir mal überteuert oder so. Und da habe ich dann einfach zu meinem Vater gesagt, wenn es dann soweit ist und ich die dann nicht mehr so gerne, also für mich brauche oder bei mir so ist, dann werde ich sie ihm vermachen, die Decke. Dann kriegt er die hier. Und ich habe dann noch die zweite, weil ich habe ja zwei gekauft und nehme dann die zweite für mich. Ja, ihr werdet jetzt natürlich, mal abgesehen davon, dass wir jetzt gerade in einer Zeit sind, wo alles viel mehr kostet, habe ich natürlich auch einen Grund. Ich meine, das Zimmerprojekt, das ist nicht für 3 € erledigt. Und da möchte ich halt einfach so ein bisschen Geld sparen. Und wenn ich für jeden Cent, den ich da sparen kann, bin ich froh. Und darum versuche ich jetzt einfach auf diese Sachen so ein bisschen zu achten. Und ja. Ja, und jetzt im Moment gerade trocknen so ein paar Karotten für Leo. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, dass die dann. Also ich mache die jetzt noch in der Resthitze und dann hoffe ich, dass die bald trocken sind. Ja, allerdings so ein bisschen Luxus muss man sich auch einfach manchmal gönnen. Und ich gönne mir zum Beispielsweise ganz gerne hier und da mal ein Kaba. Und ja, das war alles in diesem Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wo ihr so spart, wo ihr gerade Probleme habt beim Sparen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.